Hallo Freunde, willkommen zurück in Nordfriesland. Ja, ich versuche einfach nochmal mein Glück hier. Wir verlegen jetzt mal von Feld 12 aus nach Feld 19. Jetzt ist die Frage, wie fahre ich denn da am geschicktesten oder vielleicht auch nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal einen Abfahrer. Einen Abfahrer eingestellt, beziehungsweise der hier pflügen soll. Dann kann das Ganze hier auch langsam Gestalt und Form annehmen und ich versuche mein Glück jetzt einfach mal hier und ich lasse das Ganze dann hier mal fahren. Dieses Gebilde mit wenig Geschwindigkeit dann so langsam hier um die Ecke, um die Route hier nicht unnötig kompliziert zu machen für die ganzen Geräte. Ja, ein bisschen schneller darf es schon sein. Und wir sehen, es hat keinen Sinn. Wir fahren einfach geradeaus. Fahren wir hier lang. Macht mir auch nichts. Hauptsache, er kommt hinterher. Bis jetzt sieht es noch gut aus. So, jetzt ist die Frage, kommt denn der Abfahrer noch hinterher mit seinem Überladewagen? Ich glaube schon. Also das passt. Ein Träumchen, würde ich bald mal so sagen. Willst du nur noch auf der Straße bleiben und nicht so viel nach hinten gucken, dann passiert nämlich das, was hier vor ein paar Folgen nämlich der Fall gewesen ist, dass hier auf einmal Gefahr im Verzug ist und ja, alle im Graben gelandet sind. Dadurch, dass ich halt etwas unaufmerksam war beim Fahren. Aber ja, gut, ne, ich sage jetzt einfach mal so, das passiert halt schon mal, ne? Künstlerpech. Ne? Ihr wisst schon. So, fahren wir mal schön sauber hier lang. So. Und dann steht die Karawane hier. Was machen wir denn mit der? Das Feld ist noch nicht erntereif. Können wir die irgendwo zwischenparken? Auf dem Hof, ne? Schön im Durchfahrtssilo. Das ist eine gute Idee. Oder da hinten irgendwo. Bei der Düngerproduktion. Da können sie stehen bleiben. Hier stehen nämlich die Abfahrer schon dafür. Und da müssen wir einfach warten, bis hier alles wieder soweit einsatzbereit ist. Also das Feld dann fertig ist und ja, dann nimmt das auch hier wieder geordnete Bahn und Züge an. Ich glaube, hier müssen wir mal ein bisschen gleich das Tor zumachen. Die Kühe kriegen kalte Füße. So. Halt, stopp. Auto aus. So. Warum fährst du jetzt nicht? Die kann ich auch mal ausmachen. Das habe ich nämlich vorne vergessen. Die Rundumleuchte.
Wird nämlich jetzt hier nicht mehr geblinkt. Bedarf keiner weiteren Blinkerei. So. Sehr schön. Jetzt können wir uns um diese hier kümmern. Du kannst eigentlich gleich so, wie du bist. Kann er gleich weiterfahren. Hofsilo-Verteiler. Diese Produktion. Mit Raps. Das ist doch mal mega geil. Oh. Tschüss. Wir brauchen das nämlich nicht erst abkippen. Für das bisschen hier lohnt sich das natürlich nicht. Das lassen wir auch tatsächlich hier. Wir brauchen noch einen kleinen Traktor. Irgendwas Kleines, was dann uns ein bisschen Arbeit abnimmt. Nämlich das Verteilen von Kompost an er wollte nicht weg. Kompost verteilen, und zwar bei den Gewächshäusern und bei den beim Gemüse und bei den Obstbäumen oben. Da muss auf jeden Fall verteilt werden. Da fehlt auch Kartonage, da fehlt alles mögliche. Wir haben ja noch ein zweites Gespann, was wir hier gekauft haben. Also LKW-Gespann mit Pritschenanhänger. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das noch hoch zum nördlichen Sägewerk schaffen, weil da ist auf jeden Fall noch viel, viel los. Gucken wir mal eben. Er steht jetzt hier. Aber hier war ja gar nichts nötig. Genau, weil der hier ist nämlich fertig, der kann weiterfahren. Boah, dass ich das noch alles so weiß hier. Hammer! Da wollen wir mal schnell weiterfahren. Und uns die nächste Produktionsstätte angucken. Nämlich. Jetzt kommen wir schon in den Bereich Käserei und Fleischproduktion. Da müsste auch noch das ein oder andere fehlen, glaube ich. Da fahren wir am ungeschicktesten hinter der BGA lang, ne? Also durch die BGA durch hier unten. In der Mitte hier. So. Und dann fahren wir hier rechts hoch und dann sind wir ja schon an der Molkerei. Das ist doch schon mal viel wert. Der Kompostmeister dreht hier noch seine Kurse, das ist gut. So, jetzt am besten noch Gemüse in den Joghurt rein, dann haben wir hier alles, was die Welt nicht braucht, würde ich sagen. Ne? auch hier sind noch Paletten. Hier fehlt es an Papier. Das ist ja Wahnsinn. Es fehlt überall an Papier und Kartons. Unglaublich. Ich könnte jetzt was mitnehmen, natürlich, aber das möchte ich jetzt gerade aktuell nicht. Alter, haben wir denn echt so einen Papiermangel? Das ist doch das einfachste überhaupt, was hier produziert wird. Ich sag mal so, zur Not werden wir sie irgendwo schon loswerden. Ne? Das ist nicht das Problem hier, die Leerpaletten. Aber dass ich jetzt hier immer noch das Gemüse mit durch die Gegend karre, das muss natürlich echt nicht sein. Ne? Naja, gut. Gucken wir mal hier rein. Und da sehen wir, auch hier sind noch Paletten ohne Ende. Hier fehlt es an Lebendmaterial. Okay.
mal hier so durchschlängeln, das passt. Oder auch nicht. Mein Gott, wo hakst du denn jetzt? Hinten oder was? Scheiße. Echt jetzt? Alter. Hat er nicht. Der hat keinen Allrad. Wie kriege ich dich denn da jetzt weg? So einfach. Ja, das war ja einfach. Ich habe nämlich die ganze Zeit gerade versucht, hier mit Drive Control hier Allrad und so weiter anzumachen. Da wollte er nicht. Gut, auch hier brauchen wir keine. Dann fahren wir doch mal zu den Kartons. Zu den Zeitungen. Und zu den Verpackungen. Vielleicht brauchen wir da ja ein bisschen was. Muss doch möglich sein, hier irgendwo die leeren Paletten an den Mann zu bringen. Wahrscheinlich brauchen wir so ganz zum Schluss irgendwo, wenn wir jetzt die hier nicht loswerden, ne? Da vorne, wo ich gerade dran vorbeigefahren bin. Dann, liebe Freunde, fahre ich einfach zum Palettenlager, kipp den Rotz da ab und dann ist gut. Dann ist es mir auch egal. Ernsthafterweise. So. Gucken wir doch jetzt nochmal. Einmal so einen Blick hier reinwerfen. Und hier sehen wir auch. Ja. Alles klar, dann machen wir es doch ganz einfach. Da wir ja noch ein bisschen Platz hinten auf dem Anhänger haben, läuft es einfach wie folgt ab. Wir machen erstmal diesen Trailer Assist an. Den finde ich nämlich ganz sexy eigentlich. War das nicht Shift-T? Scheiße, Alt-T? Nein, das war's nicht. Da bin ich jetzt völlig daneben. Mach mich nicht schwach hier, ich brauche Trailer Assist. Alter, mach keinen Mist, ey. Hoppala. Das gibt's doch nicht. Ich will mein Trailer Assist nicht anmachen. Steuerung links? Nein. Ich will nicht die Spritmenge verändern. Ich will. Nein. 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 Und jetzt bin ich aber echt überfragt hier. Verdammt! Gut, daneben. Mit brutaler Gewalt ist mir dann auch egal. So, jetzt seht ihr mal, wie man nicht mit, nicht ohne Trailer Assist fährt. So. Wir machen einmal den Anhänger voll, bitte. So wird's nicht gemacht, liebe Kinder. Nicht nachmachen. Aber, meine, der Weg führt zum Ziel, ne? Es ist einfach so. Hey, 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 hey. Aber warum der Trailer ist es nicht frisst, das verstehe ich ja nicht. Ist auch im Multiplayer, ne? Da habe ich auch irgendwie. Weil es ist jetzt Sonntag, wo ich die Folgen hier aufnehme. Aber er nimmt die. Oder nimmt Trailer ist es nicht im Multiplayer an. Auf Server. Da muss ich nochmal recherchieren, ob es denn da Komplikationen gibt. Man weiß es nicht. So. Dann fahren wir jetzt damit einfach zurück zum Palettenlager, lassen alles dort. Und dann ist auch die Folge schon wieder rum. Nicht wahr? Hat er sich hier so eine angefangene Palette geschnappt? Kann das sein? Nö.
Dann ist die Meldung, die da gerade kam, mit dem. Mit der Verpackungsfabrik oder mit dem Trigger. War das eine Falschmeldung? Es sei denn, die beiden sind kombiniert und benötigen gleichmäßig Platz, so wie es bei der Zellstofffabrik ja auch der Fall ist, ne? So, wir wollen erstmal. Oh, jetzt muss ich mich erstmal hier sortieren. Wo muss ich denn hin? Was haben wir hier? Produkte und Werkstoffe. Das sind doch Produkte, ne? Jawohl. Leerpaletten. Hier. Ja, wir sind hier schon richtig. Danach fahren wir ins Kühlhaus. So. Bleib stehen. So sieht ein leerer Anhänger aus. Boah, und das muss ich mir auch unbedingt angewöhnen, dass wir hier dann immer rechts rumfahren, ne? Was haben wir hier? Obst und Gemüse. Ja, sehr schön. Genau da will ich hin. Müssen die nicht kühl gelagert werden. Machen wir auf der anderen Seite noch auf und dann ist auch gut für heute, ne? Und dann haben wir das eine Fahrzeug, was eigentlich für unten gedacht war, hier schön entführt und hier oben hingebracht. Das war natürlich so nicht geplant, ne? So. Perfekt. Auto leer. Und dann können wir mit dem auch wieder Richtung südliches Palettenwerk fahren. Ein Träumchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein, mitmachen. Für alles, alles Mögliche. Und ich würde sagen, schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.